Guten Morgen, Freunde. Ich werde euch heute ein bisschen in meinem Tag mitnehmen, beziehungsweise ein kleines What I Eat in a Day drehen. Ich glaube nämlich, dass es auch einige von euch interessieren könnte. Ich selber schaue mir die Videos auch gerne an, weil ich es spannend finde zu sehen, was andere sich zu essen machen. Ich bin gespannt, ob das heute bei mir spektakulär wird. Ich habe noch nicht wirklich geplant oder überlegt, was es zu essen gibt. Also es wird alles ein bisschen, überraschend, sowohl für euch als auch für mich. Es ist jetzt gerade 8.30 Uhr und ich fange gleich an zu arbeiten und habe mir jetzt gerade eben schon mal einen Tee gemacht. Ich war nämlich jetzt die letzte Woche mit meiner Familie im Urlaub. Ich habe da auch ein paar Szenen mitgefilmt, aber das ist super kurz geworden, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das in ein Video nehmen werde, ob ich das vielleicht irgendwie in einem Video hinten ans Ende packen werde oder was weiß ich. Also da muss ich mal überlegen, weil das für ein eigenständiges Video einfach viel zu lang wäre. Aber ja, genau. Auf jeden Fall trinke ich jetzt gerade einen Blasentee, weil ich nämlich leider eine Blasenentzündung bekommen habe. Perfekt. Das ist richtig ätzend, vor allem weil ich jetzt natürlich jetzt hier gerade in Hamburg bin und eigentlich keine Lust habe, jetzt irgendwie mir einen neuen Arzt zu suchen, zu dem ich dann gehen kann. Aber sollte es nicht besser werden, muss ich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Dementsprechend trinke ich jetzt fleißig Tee. Schmeckt leider auch nicht so gut. Ich bin nämlich eigentlich eher der Früchtetee-Trinker. Aber da muss ich jetzt durch. Und wir sehen uns dann bei meinem Frühstück wieder. So, das Wichtigste für mich am Morgen, bevor ich überhaupt irgendwas esse, ist mein Kaffee. Und den mache ich mir jetzt mal direkt. Zu Hause bei mir in Wiesbaden eine Maschine, wo wir Bohnen reinfüllen. Also eine vollautomatische, wo dann auch direkt die Milch mit in den Cappuccino zum Beispiel reingemacht wird. Und hier haben wir, oder hier habe ich so eine Bosch-Maschine, die kann ich euch gleich mal zeigen. Und dafür benutze ich immer hier so Kaffeekapseln. Sieht die Maschine aus. Und hier gibt es jetzt so Kaffeekapseln von Jacobs. Und die drückt man dann hier rein. Also hier kommt dann die Kaffeekapsel rein. Und ich kriege es gerade nicht hin. Perfekt. Dann ist sie wieder zugemacht. Und dann kann man hier rechts drauf drücken und dann kommt der Kaffee da raus. Ich trinke auf der Arbeit eigentlich immer Hafermilchkaffee und hier zu Hause habe ich immer laktosefreie Milch. Oh, ist gerade total blendig. Aber ich trinke irgendwie schon immer normale Milch. Habe dann mal so ein bisschen, als ich auf einem Austausch war, meine Liebe zu Mandelmilch gefunden, die dann aber auch ganz schnell wieder abgeklungen ist. Also ich bestelle mir bei Starbucks witzigerweise immer Mandelmilch. Wenn ich mir so ein Eiskaramell Macchiato bestelle, ist immer Mandelmilch drin. Warum auch immer. Das schmeckt mir irgendwie am besten. Aber bei mir zu Hause trinke ich dann laktosefreie Milch und jetzt auf der Arbeit finde ich eine bestimmte, ich blende euch das mal hier ein, so eine Hafermilch, super lecker, die ist einfach der Hammer. Und wir haben halt auch noch Hafermilch da und natürlich trinke ich dann die Hafermilch. Aber ich glaube, ich bin trotzdem, wenn überhaupt, Team normale Milch oder vielleicht sogar dann doch noch eher Mandelmilch. Also es kommt immer ganz drauf an, wie so meine Tagesform ist. Ich finde mich Hafermilch manchmal ein bisschen zu viel, falls ihr wisst, was ich meine. Und ich trinke auch oft genug einfach schwarzen Kaffee, aber morgens muss einfach der Kaffee mit Milch sein. Und der ist jetzt auch schon ready, wenn jetzt das Wasser da mal weglaufen würde. So sieht er jetzt aus. Es spritzt immer extrem. Und jetzt gebe ich noch meine Milch rein. Ich habe meinen Kaffee fertig. Ich freue mich da so krass drauf. Ich verstehe nicht, warum ich immer so glänze im Gesicht. Ich habe wirklich so extreme Fettfilme in meinem Gesicht, obwohl ich teilweise dann hier an der Nase so super trocken bin. Also ich habe so eine Mischhaut, ich verstehe es nicht. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte. Ich finde das so komisch, das hat jetzt gerade überhaupt nichts mit dem What I Eat in a Day zu tun, aber das erzähle ich dir jetzt einfach. Dass dadurch, dass ich jetzt nicht richtig ausgezogen bin und auch in keine Wohnung gezogen bin, die irgendwie unmöbliert war oder generell auch weiß, dass ich hier jetzt nur noch für einen anderthalb Monate bin und jetzt nicht für ein ganzes Jahr einen Mietvertrag abgeschlossen habe oder noch länger, ist es irgendwie so merkwürdig, weil man, es ist nie deine Wohnung, es ist, du weißt irgendwie, hier lebt eigentlich jemand anderes, du benutzt ihre Produkte oder ihre Gerätschaften und es ist schon irgendwie alles ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist komisch, ich weiß nicht, ob man, ich kann dieses Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, ich glaube, jeder, der mal übergangsweise irgendwie in einer Wohnung oder in einem WG-Zimmer gewohnt und gelebt hat, weiß, was ich meine und weiß, wie man sich fühlt. Das ist nämlich nur was ganz anderes, glaube ich, als wenn du dann wirklich richtig ausziehst. Und ich glaube, es ist halt einfach eine komplett andere Sache.
Falls einer von euch das selber schon erlebt hat, kann er ja mal irgendwann in die Kommentare schreiben, ob er das genauso sieht wie ich. Ob er das wirklich anders empfindet. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich ausziehen sollte, weil dann habe ich meine eigene Wohnung. Das ist dann auch eine Wohnung, die ich mir wirklich zu 1000% oder die mir zu 1000% gefällt. Klar, wird die nie perfekt sein, das ist meine erste oder wäre meine erste eigene Wohnung. Aber du kannst halt viel, viel mehr selbst bestimmen. Und das ist halt so schön. Aber jetzt ist es natürlich auch super und ich habe eine richtig tolle Wohnung. Ich hätte mir jetzt nichts Besseres vorstellen können dafür, dass ich wirklich bis kurz vor dem Praktikum einfach keine Wohnung gefunden habe und echt am Verzweifeln war. Ist das, was ich jetzt hier habe, auf jeden Fall top. Auch wenn ich ein bisschen Anfangsschwierigkeiten hatte oder es hier nicht alles so optimal war, ist es jetzt auf jeden Fall mittlerweile super. Und ich fühle mich auch deutlich wohler. Also was ich zum Beispiel nie gedacht hätte, hier ist es super hellhörig. Aber ich habe einfach keine Angst. Also ich bin wirklich sonst, wenn ich zu Hause schlafe, ein richtiger Schisser und habe total Angst. Aber hier habe ich gar keine Angst. Das ist echt merkwürdig. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass es halt eine Wohnung ist und zu Hause ist es ein Haus und dann hast du noch einen Keller. Und gerade wenn man aus meinem Zimmer zum Beispiel zur Toilette geht, haben wir sowas wie eine Empore. Ich denke mal, ja doch, viele wissen das. Also du kannst halt von dem oberen Geschoss aufs Wohnzimmer gucken und ich kann halt auch direkt in unseren Garten schauen und das hat mir dann früher aber ein bisschen Angst gemacht, ich weiß nicht warum, und hier habe ich halt wie gesagt nur eine Etage und habe keinen Keller. Klar kann ich natürlich nicht aus der Tür rausgehen, die Treppen runtergehen, aber das ist noch was anderes, weil hier meine Haustür ist. Ja, ich glaube daran liegt es auch ein bisschen, aber das finde ich schon mal richtig gut. Ich hatte wirklich Angst, dass ich hier kein Auge zukriege. Ja, aber das ist schon mal sehr schön, aber jetzt habe ich schon viel zu viel über andere Sachen geredet. Wir sehen uns, wie gesagt, bei meinem Frühstück. So, für mich jetzt endlich was zu essen. Ich bin richtig am Verhungern. Ich musste nur jetzt gerade eben an einer Aufgabe noch sitzen und habe das noch ready gemacht. Und ja, für mich gibt es jetzt Porridge. Aber ich werde das einmal, oder ich bereite mir das ziemlich special zu. Und ja. So, ich werde das jetzt hier in diese Schüssel machen. Ich bin nur überlegen, den Porridge diesmal in der Mikrowelle zu machen. Dann geht es einfach ein bisschen schneller. Und mach das dann einfach direkt schon hier in der Schüssel. So, dafür gebe ich jetzt hier so ein paar Haferflocken hin, aber nur auf die eine Seite. Ich habe vor allem noch Apfelmus. Da hatte ich eigentlich voll Bock drauf, aber der ist zu. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den aufmachen soll. Das ist gerade eine schwierige Entscheidung. Ich habe leider gerade gesehen, dass ich gar kein Obst habe. Also werde ich jetzt in meinem Porridge kein Obst machen können. Also ich habe einen Apfel, der kommt rein, aber sonst... Ich habe es jetzt doch verteilt. Das wird, glaube ich, eine ordentliche Portion. Und jetzt mache ich noch von mir Chunky Flavors rein. Und zwar Salted Caramel. Und die sind leider schon echt... oder das ist schon am Vergammeln. Ich zeige es euch mal gleich. Es ist schon mega fest mittlerweile. Und dementsprechend muss das jetzt einfach mal leer werden. Also so sieht das Ganze aus. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch benutzen kann. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nutzen. Muss halt nur gucken, dass es jetzt nicht zu süß wird, weil dadurch, dass ich nur so Brocken habe... Ja, ich sollte es vielleicht auch mal mit meiner rechten Hand machen, aber egal. Genau. So, und das Ganze geht jetzt in die Mikrowelle. Und in der Zeit schneide ich meinen Apfel. So, jetzt ist es ready. Es ist schon ein bisschen fest geworden. Jetzt gebe ich den Apfel da drauf und dann kommt da noch ein Joghurt drauf. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Zimt drauf. Und ein bisschen Apple Pie, Spicy Apple Pie Gewürz. Ach, ich krieg's nicht auf. Das war ganz schön viel. Und zu guter Letzt ein schönes Erdnussmus. Hier ist es von DM. Extra Bio Qualität. Und das streufe ich dann immer so ein bisschen darüber. So, das ist mein fertiges Porridge. Es
riecht so gut. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Ich habe nämlich jetzt auch die letzten Tage, als ich mit meiner Familie im Urlaub war, auch mal Porridge gegessen. Aber da hatten wir deutlich mehr Obst und es sah ja ein bisschen bunter, farbenfroher aus. Ich merke auch, dass ich absolut fertig im Gesicht aussehe. Aber ich schmink mich halt nicht, wenn ich hier im Homeoffice bin und mache mir auch keinen Concealer und gar nichts drauf. Ich habe mir nur meine Augenbrauen hochgegilt. Das ist so das Einzige, was ich manchmal mache, einfach weil ich mich dadurch besser fühle. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Das ist einfach immer noch warm. Das wärmt mir voll die Hände. Saugeil. Ich habe jetzt, wie gesagt, Joghurt drauf gemacht und dann die Haferflocken, dann Erdnüsse, Erdnussbutter, Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln und Zimt. Und ich merke gerade, dass das, glaube ich, noch gar nicht durch ist. Mmh. Da steht noch ein bisschen Wasser drin, das habe ich nicht so gut gemacht. Ich dachte, das wäre schon fertig. Aber es hätte, glaube ich, noch ein bisschen länger in der Mikrowelle sein können. Aber egal. Mmh. Es gibt einfach nichts Geileres als Erdnussbutter. Ich finde Erdnussbutter so geil. Ich habe das witzigerweise früher nie so geil gefunden. Ich fand Erdnussbutter nicht so geil. Ich fand auch Erdnüsse allgemein nicht so nice. Aber jetzt mittlerweile, ich liebe jede Art von Nüssen. Meine Favorite Nuss ist Pistazie. Das weiß auch jeder, der mich kennt. Ich esse immer Pistazien, Eis, Pistazien. Egal, also egal, wo es Pistazien gibt. Ich bestelle das Gericht mit Pistazien. Mittlerweile mag ich halt auch Erdnussbutter. Also ich könnte mir gerade auch Erdnussmus, keine Ahnung, könnte ich löffeln wahrscheinlich. Und ich finde halt die Kombi dann auch noch mit Äpfeln ist einfach, da kann keiner sagen, dass es nicht geil ist. Ich muss halt sagen, dass ich trotzdem eher der Fan Apfel-Erdnussbutter bin, Erdnussmus anstelle von Banane. Also Banane ist so zum Beispiel so mein Least Favorite Fruit. Ich esse mal eine Banane, gerade wenn ich irgendwie Hunger habe. Das ist halt eher so, dass mich Bananen mehr sättigen, als wenn ich jetzt natürlich einen Apfel esse. Und ich würde aber so, sonst eigentlich jedes Obst einer Banane vorziehen. Aber wenn es irgendwie so Bananenbrot gibt, finde ich das schon geil. Und Bananenpancakes oder so esse ich auch, aber ich würde trotzdem jedes andere Obst lieber essen, muss ich zugeben. Bin mal gespannt, was es auch später bei mir zum Abendessen gibt, weil ich habe noch ein paar Sachen im Kühlschrank. Und es ist echt witzig daran, ausgezogen zu sein. Wenn ich zu Hause war, gab es meistens schon etwas Geplantes von meiner Mutter. Oder wir haben halt gemeinsam drüber gesprochen. Ich habe auch oft zu Hause gekocht, aber dann wurde halt gemeinsam eingekauft und ich habe selber jetzt nichts zahlen müssen für die Lebensmittel, was ja auch irgendwo klar ist, wenn du zu Hause lebst. Und jetzt selber halt so ein bisschen darauf achten zu müssen, was man kauft, wie viel man ausgibt. Und man möchte ja auch eigentlich jetzt nicht, also zumindest, ich versuche darauf zu achten, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ja, man möchte ja auch nicht die allerbilligsten Produkte nehmen. Und das ist halt schon echt schwierig, sich dann da irgendwie so richtig zu entscheiden und dann auch immer alles optimal aufzuessen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine Wurstpackung kaufe, dann habe ich 1000 Scheiben und es vergammelt dann und ich kann das alles gar nicht essen, weil ich möchte auch nicht jeden Tag Wurst essen. Zumal ich eigentlich eh mir selten selber Wurst kaufe und meistens, wenn überhaupt, Käse auf Brot oder Brötchen esse, aber auch selber Brot oder Brötchen nicht zu Hause habe oder mir selber nicht zubereiten würde. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ich heute Mittag Brot esse, weil ich halt noch Belag von Sylt mitgenommen habe. Wir hatten nämlich ein bisschen Belag gekauft und der ist nicht leer geworden. Und dann haben meine Eltern mir das einfach mitgegeben, weil die das jetzt auch nicht 6 Stunden im Auto dann noch mittransportieren wollten und wussten, dass ich ja eventuell irgendwas zu essen brauche. Aber deswegen ist dann bei mir mein Abendessen relativ spontan und ich esse dann irgendwie die Reste und gucke, dass ich irgendwas kombinieren kann. Ich habe gestern zum Beispiel zum Abendessen einfach nur, keine Ahnung, 6 Kartoffeln oder so mit Salz und Käse gegessen. War wirklich geil, muss ich sagen. Wirklich lecker, aber das sind halt dann so, weiß ich nicht, das würde ich mir, also hätte ich niemals zu Hause früher gegessen, weil dann halt irgendwie noch eine Gemüsebeilage da war und wir auch richtig gekocht haben. Das mache ich halt gar nicht mehr. Deswegen bin ich halt einfach gespannt, was es heute Abend gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel noch einen Salat, der läuft auch heute ab, also den muss ich auf jeden Fall essen. Und ob ich dann da noch großartig was dazu esse, was ich da reinschneide und so, das entscheidet sich halt alles, weil ich einfach nichts im Kühlschrank habe. Genau. Und ja, also jetzt habt ihr schon einen kleinen Teaser, was es eventuell heute Abend gibt. Kann auch sein, dass sich das alles nochmal ändert. Aber ja, ich esse jetzt auf jeden Fall erstmal meine Bowl.
So, Freunde, ich hatte jetzt gerade eben Pause und habe einen kleinen Spaziergang gemacht und habe währenddessen aber mit einer Freundin telefoniert. Und ja, konnte dementsprechend aber auch mein Mittagessen noch nicht filmen, weil ich dann die ganze Zeit am FaceTime war und ich ja mit meinem Handy filme. Genau. Jetzt gibt es aber für mich auch eh nur eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt gerade ein Brot in den Toaster gemacht und werde nur schnell was essen, weil ich heute auch relativ spät gefrühstückt habe. Und ja, ich ja auch noch Hunger später haben möchte und mir mein Abendessen lieber ist als mein, oder wichtiger ist als mein Mittagessen. Und ich habe jetzt auch gerade noch gar nicht so viel Hunger. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt ein Brot. Ich zeige euch gleich auch noch, was ich oben drauf mache. Ich habe nämlich noch was, was auch leer gemacht werden muss. Und ich muss auf jeden Fall wirklich dann irgendwie heute oder morgen mal einkaufen gehen, weil ich wirklich gar nichts im Kühlschrank. Und ich will mich ja nicht ausschließlich von Brot ernähren. Und genau. So, ich habe nämlich jetzt hier das Brot getoastet. Das ist nämlich ein eingefrorenes Brot. Also ich habe mir vor 3 Wochen, glaube ich, oder so, habe ich mir Brot gekauft und habe das eingefroren. Und dann kann ich mir immer, wenn ich Lust habe, eine Scheibe Brot machen. Und upsala, dazu nehme ich jetzt diesen Alaska Seelachs. Ich glaube, viele kennen das gar nicht oder finden das wahrscheinlich auch total abstoßend oder abschreckend. Ich finde den relativ lecker. Also ich finde es eigentlich mega geil. Der ist sehr salzig. Und ja, dementsprechend mache ich mir das jetzt da drauf, weil wir den nämlich schon offen haben. Und mein Vater isst es nämlich total gerne. So, da ist jetzt sogar noch einiges drin. Und da ist sogar noch Dill von meiner Mutter drin. Die hat es nämlich extra bei unserem einen Frühstück da oben drauf gemacht, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber man sieht, da ist noch einiges da. Ich hoffe, ich kriege das alles leer gegessen. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber ich werde dazu dann auf jeden Fall noch eine Birne essen, die auch schon ein bisschen weicher ist. Die ist auch noch von unserem Urlaub. Und das lasse ich mir jetzt schnell schmecken. Und danach muss ich auch schon direkt weiterarbeiten. Wirklich das billigste Stativ, was man haben kann. Ich habe das Gefühl, dass es langsam schon den Geist aufgibt. Und, upsi, es ist jetzt einfach gerade Mittagszeit und hier ist es stockdunkel bei mir hier hinten. Es tut mir wirklich leid. Was soll man machen? So, für mich gibt es jetzt das Brot. Das ist so lecker. Also wenn ihr das noch nie probiert habt, probiert es auf jeden Fall. Es ist wirklich eine Empfehlung. Aber es ist wirklich super salzig, aber geil. Hi Freunde, es gibt jetzt eine kleine Zwischensequenz. Ich habe ja jetzt gerade eben Feierabend gemacht und werde jetzt nochmal ganz kurz zum Rewe gehen. Ich habe nämlich super viel Pfand, was sich schon über die Wochen angesammelt hat. Und ich habe das dann, als ich jetzt im Urlaub war, noch nicht weggebracht oder nicht zurückgebracht. Und das mache ich jetzt und dann gucke ich mal, ob ich eventuell eine Kleinigkeit einkaufen gehen kann. So, das ist mein Outfit zum Pfand wegbringen. Ich habe jetzt gerade einfach ganz schnell meinen Trenchcoat drüber geschmissen. Es ist nämlich wirklich warm heute und habe immer noch dasselbe Oberteil von heute Morgen und heute Mittag an. Und ja, ich freue mich einfach, dass das Wetter besser wird. Oh mein Gott. So, und das ist der Pfand, der sich angesammelt hat. So, ich bin jetzt zurück. Ich habe jetzt meinen Pfand zurückgegeben und ich habe gerade richtig schlimmen Hunger. Also ich muss mir direkt mein Abendessen machen. Ich habe mir einmal diese bunten Eier gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, beziehungsweise ob ihr die lecker findet. Ich liebe die irgendwie und ich hatte da so Lust drauf, weil wir haben nämlich im Urlaub in einem Restaurant mittags mal die Eier bekommen. Seitdem habe ich da so Bock drauf und mir ist gerade schon eins runtergefallen. Das heißt, es gibt es auf jeden Fall jetzt auch zum Abendessen. Dann habe ich mir Bio Snackman gekauft. Davon werde ich auf jeden Fall gleich eine snacken, weil ich wirklich Hunger habe. Dann noch Tomaten, Erdbeeren und ein bisschen was, das eingefroren ist schon. Also das habe ich schon weggetan. Und ja, jetzt mache ich mein Abendessen. So, das wird jetzt mein erster Gang sein. Ich habe immer noch Salat übrig und die Schüssel, ihr müsst euch hier vorstellen, also es ist wirklich eine Riesenschüssel. Ich hatte mal gestern von dem Salat schon was essen sollen. Der läuft ja wie gesagt ab und das merkt man auch schon. Der hat schon sehr viele dunkle Blätter. Und dann esse ich wie gesagt das Ei und mal schauen, was ich danach noch esse, ob ich überhaupt noch was esse. Aber ich gehe davon aus, also ich werde auf jeden Fall die zweite Portion Salat noch essen und mal gucken, wie viel Hunger ich da noch habe. Das lasse ich mir jetzt schmecken und ich schaue währenddessen ja, eine Serie. Ich gucke gerade The Circle. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Das ist diese amerikanische Serie, wo man anonym oder beziehungsweise wo man Social Media ein bisschen nachspielt und ja, sich für eine andere Person oder für sich selbst ausgeben kann. Und dann gibt es halt am Ende so einen Gewinner, der dann am beliebtesten war. Upsala, jetzt mein Stativ umgefallen und ja, das schaue ich jetzt. Ich habe gerade meinen Salat und ich kann euch einen Tipp geben, wie euer Salat einfach nur geil wird und auch ein bisschen besonders schmeckt. Nehmt Erdnussöl. Erdnussöl gibt dem Ganzen nochmal so eine richtig geile Note und ich mache das mittlerweile fast in jeden Salat rein. Und ja, schmeckt einfach nur sehr, sehr gut.
This is Round 2. Wieder der Salat, diesmal ohne Tomaten. Hatte ich jetzt keine Lust drauf, die zu schneiden. Und noch so ein Ei. Ich finde die so lecker. Aber ich muss sagen, irgendwie bin ich jetzt fast schon satt. Also danach wird es wahrscheinlich eher dann vielleicht noch was Süßes später irgendwie, wenn ich ein bisschen, ja. Vielleicht wird es dann später noch irgendwas Süßes, vielleicht ein paar Erdbeeren, die ich gekauft habe. Aber jetzt erstmal das Essen und dann sacken lassen. Bei dem schönen Licht werde ich jetzt meine letzten Snacks genießen. Also meine Erdbeeren. Man sieht es gerade gar nicht so gut. Meine Erdbeeren und ich habe mir noch Pistazien dazu gemacht. Also ich habe vorhin noch von geredet und jetzt gibt es auch welche. Da freue ich mich sehr drauf. Und hiermit beende ich auch das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr solcher Food Diaries sehen wollt, oder What I Eat in a Days, schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal.